Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutia und ich freue mich heute, ja, den wahrscheinlich erfolgreichsten und bekanntesten Komponisten, Texter und Produzenten Deutschlands begrüßen zu dürfen. Er hat ein neues Musical, es heißt Ein bisschen Frieden, und jetzt wisst ihr auch, von wem die Rede ist. Herzlich willkommen, Ralf Siegel. Wie geht's dir und wo bist du? Ja, ich freue mich. Ich bin zu Hause und liege auf der Couch und bin ich so ein bisschen schräg. Aber es ist im Moment ein bisschen angenehmer, weil ich ja, wie vielleicht einige wissen, gerade 8 Wochen im Krankenhaus war und mich jetzt gerade erhole. Und jetzt liege ich hier ganz gemütlich und da freue ich mich, mit dir zu reden. Ich freue mich auch und ich freue mich, dass du wieder aus dem Krankenhaus raus bist. Es war eine harte Zeit, ne? Ja, es war sehr unangenehm, so eine Spinalkrank, ja, wie sagt man das so, im Rücken. Ganz, ganz böse Geschichte mit der Wirbelsäule und 6 Stunden oder 5 Stunden OP und dann 8 Stunden ja, Krankenhaus, dann noch eine Reha. Also sehr unerfreulich. Am besten nicht drüber reden. Ich hoffe, es ist toi 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 noch nicht ganz vorbei, aber ich erhole mich noch einigermaßen. Sehr gut, dann lass uns direkt über das Musical Ein bisschen Frieden reden. Im Mai 2024, vom 8. bis 19. kann man sehen im Deutschen Theater München. Ralf, was kannst du uns verraten? Worum geht's dort? Ja, es geht um ein bisschen Frieden, aber eben nicht um den Song von Nicole, sondern um ein Stück, das wir geschrieben haben mit Ronald Kruschak, der auch diese Art von ja, Leben erlebt hat. Es geht eigentlich um eine Musikergeschichte, die in der Zeit der sogenannten Teilung Deutschlands stattfand, der DDR und der damals BRD. Es ist eine sehr spannende Geschichte von einem Pärchen, das sich verliebt hat damals und dann die Trennung durch die Mauer kam und sie im Endeffekt sich nicht mehr sehen durften. Sie schwanger wurde, er später raus wollte, dann hat versucht, Vater Staat, in dem Fall der SED, ihn ja an sich zu binden. Und dann flieht er aber über die Ostsee mit seinem Bassisten. Es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die gar nicht so schnell mal erzählbar ist, aber doch eben 2,5 Stunden ist im Deutschen Theater mit wunderbaren Schauspielern. Und was für Lieder gibt's da zu hören? Sind's deine eigenen? Sind's fremde? Sind's alte? Sind's neue? Ja, das ist natürlich das Spannende an diesem Stück. Ich glaube, dass auf der ganzen Welt dieses Stück einmalig ist, und zwar in der Art von Machart. Weil ich habe Songs geschrieben mein Leben lang, seit ich 14 Jahre alt bin. Und die Geschichte der DDR, ja, das war ja nun Mitte der 60er Jahre bis 89, bis die Mauer fiel und bis heute. Und seit dieser Zeit schreibe ich Songs, das heißt seit meinem 20. Lebensjahr, beziehungsweise schon früher. Und jetzt kommt die Geschichte. Während der Geschichte laufen lauter Songs, nämlich 38 Lieder. Und 20 davon kommen aus der Zeit, die genau effektiv in dieser Zeit spielen. Das heißt, ich würde das nie wieder schreiben, was ich damals geschrieben habe, was aber jetzt in die Zeit genau passt. Und dementsprechend konnte ich Lieder aussuchen, die ich mit Michael Kunze für die City Preachers geschrieben habe in den 60er Jahren. Und die passen zur Zeit jetzt. Das heißt, jeder andere Komponist müsste sich hineindenken in die Zeit, was hätte ich vor 50 Jahren geschrieben? Und ich kann aus 2000 Liedern, die ich Gott sei Dank geschrieben habe, kann ich auswählen, die besten Songs passend zur Geschichte. Und davon habe ich 20 genommen, habe 18 neu geschrieben, passend zur aktuellen Geschichte. Und so ist natürlich meiner Ansicht nach eine sehr spannende musikalische Breite, die, glaube ich, kein anderer abliefern kann, weil es eben in der Zeit geschrieben worden ist, in der es auch stattfindet. Ja? Und das macht die ganze Geschichte so spannend. Und darauf bin ich eigentlich auch sehr, sehr stolz. Ja, und auch völlig zu Recht. Und wer das sehen will, ne, der geht ins Deutsche Theater München vom 8. bis zum 19. Mai. Einfach mal googeln, Ralf Siegel, Musical, ein bisschen Frieden. Und dann findet ihr die Infos. Ein bisschen zurück. Du hast so unfassbare, tolle Songs geschrieben. Natürlich sind die großen, die wir alle kennen, meist irgendwie in Verbindung mit dem ESC. Und da würde ich gerne mit dir über Johnny Blue reden. 1981, Lena Waleitis. Wenn du heute an diesen Song denkst, was fühlst du da? Ja, da fühle ich natürlich sehr viel, weil inzwischen auch aus Johnny Blue ein Musical entstanden ist, das wir in der Tschechei aufgeführt haben, mit großem Erfolg und mit der Geschichte von einem blinden Sänger. Und das wollten wir nach Deutschland bringen, haben wir auch gemacht, lief bereits in Ingolstadt. Also meine Welt des Musicals hat sich damit auch erfüllt und hat einen irrsinnigen Erfolg in der Tschechei.
Also wir hoffen, dass es noch öfters nach Deutschland kommt, außer dass es in Ingolstadt ein paar Mal mit großem Erfolg gelaufen ist. Johnny Blues, eine meiner Lieblingslieder, und Lena Waleitz, eine der großen Künstlerinnen, und mit dem ja guten Benny Gebauer am wie sagt man schön, an der Mundharmonika. Also das war eine tolle Zeit in Dublin damals. Das war wirklich, ich habe immer gestaunt, wie du es geschafft hast. Und da bist du für mich recht einzigartig, ganz besondere Emotionen irgendwie zu erzeugen. Also man hört ja diesen Song durch und man fühlt es, man geht ja mit ihm mit. Und wo ich das auch gefühlt habe, 1980, Katja Epstein, Theater. Das ist auch ein Song, die Dramaturgie, der Aufbau und wo das hinführt. Da kamen eben dann die Pantomimen dazu noch. Ich saß damals am Klavier und hatte mir diese weißen Handschuhe mit Domino-Clowns drauf nähen lassen und habe aber doch mit Icy Kulp und seinen Kollegen vier fantastische Pantomimen hinter Katja Epstein gestellt. Das war für mich immer sehr wichtig, visuell zu arbeiten, ja, damit die Leute sich auch von der Vorstellung der kalten Bühne, die ja teilweise nur ein paar Scheinwerfer hatte damals, inzwischen hat sich die Welt verändert, da kommt alles im Hintergrund mit riesen Scheinwerfern und natürlich großen Background, Leinwänden und so weiter. Das gab's in der Art nicht damals und so haben wir das eben selber kreiert und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass das so den Menschen damals gefallen hat, allen voran auch Genghis Khan damals, nicht? Die großen Show und eben Nicole mit, ja, ein bisschen Frieden und der weißen Gitarre. Also ich habe mir immer was versucht auszudenken, was den Menschen dann auch ein bisschen mehr noch gibt als nur den Song, sondern auch visuell sie ein bisschen einstimmt. Ein bisschen Frieden habe ich, wie glaube ich, so viele andere Menschen im Schulunterricht gesungen. Da habe ich zum ersten Mal deinen Namen gehört und eben auch Nicole. War dir beim Schreiben von Ein bisschen Frieden oder mit dem Erfolg klar, dass Millionen von Schülern das irgendwann in Deutschland singen müssen? Singen müssen, wo sie nicht. Vielleicht singen dürfen, singen wollen. Aber es war mir zumindest nicht klar, dass dieser Song ein paar Wochen später, damals in Harrogate, vor Paul McCartney auf Platz 1 in den englischen Charts war und in ganz Europa wirklich so gefeiert wurde. Erst schreibst du natürlich einen Song, aber man denkt natürlich und hofft schon, dass es vielen Menschen gefällt, wenn man für den ESC oder damals für den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson schreibt. Also da wünscht man sich schon, dass man die richtigen Worte findet und die richtigen musikalischen Töne. Alles passt ja zusammen. Ich will eben in dem Fall nicht vergessen, dass ich das mit meinem Freund Bernd Meinunger geschrieben habe. Und Nicole hat damals lustigerweise nicht gewonnen, sondern wir haben damals gewonnen. Inzwischen gewinnen auch die Künstler mit Recht. Sie hat das gesungen und manchmal glaubt man die Story gar nicht. Aber es ist wirklich so, es war ein Komponistenwettbewerb vor vielen, vielen Jahren. Wann war dir klar, dass Ein bisschen Frieden nicht sterben würde, wie manch andere Songs, die einfach in Vergessenheit geraten, weil Ein bisschen Frieden ist immer noch da. Jeder kennt es. Ja, was heißt nicht sterben will? Ist ganz einfach. Ich wusste, als Nicole es das erste Mal im Studio gesungen hat, dass wir gewinnen. Das war für mich ganz klar und deutlich. Und dass der Song, nachdem er in der Eurovision gewonnen hat, nicht so schnell aus dem, ja, aus dem Kopf, aus den Gedanken der Menschen heraus springt, kann man sich vorstellen, wenn man sieht, wie oft die Leute jetzt in Deutschland Letzte geworden sind. Das wünscht man ja keinem Künstler. Aber da erinnern sich natürlich viele an die gute Nicole und unser Lied. Und ich saß damals am Klavier mit Wolli und allen Musikern, Gudrun Haag an der Harfe. Also bin sehr stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und freue mich immer wieder, wenn die Leute Nicole feiern und eben jetzt Ein bisschen Frieden auch als Musical eben aktiv wird hier. Du hast auch wunderbare Songs mit Udo Jürgens zusammengeschrieben. Wie war das damals, als griechischer Wein entstanden ist? Wart ihr dabei alle nüchtern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage war, war Udo nüchtern, als er das Lied geschrieben hat? Weil er hat eigentlich ursprünglich das Lied komponiert und ist seine Liebe, in der die ich damals verliebt hieß, Sonja, wach auf, denn es ist schon heller Morgen. So hat er mir den Song damals vorgespielt. Und das war eigentlich die Komposition, die Michael Kunze dann den Text geschrieben hat. Und ich meinte, Kinder, das ist so ein schönes griechisches Lied. Habt ihr nicht eine bessere Idee? Und dann meinen sie, ja, wir haben noch vielleicht das oder das oder das. Aber machen wir doch griechischer Wein. Was hättest du denn davon? Da sag ich, das gefällt mir gut. Das ist eine bessere Idee als Sonja, wach auf.
Und so hat auch die Arbeit des Producers was ja für sich eben. Gibt es Abende bei einer Party, an dem deine Hits nicht laufen? Naja, es gibt natürlich deutsche Partys, wo die Songs immer noch von mir laufen. Es gibt ja sehr viele Songs, die ich über 30 Jahre gemacht habe. An allererster Stelle natürlich Genghis Khan, Moskau. Ein bisschen Frieden ist bei Moskau nicht am selben Tag. Also ein bisschen Frieden ist an anderen Partys, ja. Aber die großen Dance-Partys, da spielen sie Genghis Khan, da spielen sie Moskau, da spielen sie Haji Halef Omar, Club Bauertemann, Fiesta Mexicana, Du kannst nicht immer 17 sein und viele, viele Songs, die ich gemacht habe für Roy Black und für Chris Roberts und Katja Epstein, Lena Waleit, wie sie alle heißen. Also, wenn da nichts dabei ist, aber wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Es gibt viele neue Songs und in den letzten Jahren habe ich nicht so viel gemacht, ganz ehrlich gesagt. Ich habe mich hauptsächlich um das Musical Zeppelin gekümmert, was ein Riesenerfolg ist und jetzt im Sommer wieder im Juni, Juli in Füssen läuft und jetzt da eben im Deutschen Theater ein bisschen Frieden. Und das war mir in dem Moment wichtiger. Ich habe über 2000 Songs geschrieben und jetzt ein bisschen Frieden mit der Auswahl dieser Lieder. Das ist mir eine größere Freude, als noch 2003 oder 4 Lieder zu schreiben. Ab welchem Hit hättest du theoretisch sagen können, okay, ich muss nicht mehr arbeiten? Ja, also wenn ich das aufgehört, dann hätte ich mit 40 aufhören müssen. Ich war ja 37, als ich ein bisschen Frieden gemacht habe. Und davor habe ich ja auch noch Genghis Khan gemacht, 1979, dann 80. Ja, die größten Hits habe ich eigentlich in dieser Zeit gemacht, die auch jeder kennt. Und dann hätte ich aufhören müssen, dann hätte ich nie wieder was tun müssen. Aber dann hätte ich nicht so viel Freude gehabt, in dem Beruf so vielen Künstlern eine Chance zu geben, mit so vielen Künstlern zu arbeiten, so viele Mitarbeiter auch zu haben. Ich hatte ja bis zu 100 Mitarbeiter in meiner Firma. Und so ein spannendes Leben zu führen, wie ich es jetzt eigentlich gelebt habe. Ich bin gespannt, Ralf, wie es bei dir weitergeht. Aber erstmal für alle, die interessiert sind. Zeppelin, das Musical läuft vom 25.05. bis 30.06. am Festspielhaus Neuschwanstein. Und ein bisschen Frieden gibt's vom 8. bis 19. Mai im Deutschen Theater München. Und ich freue mich, dass er da war. Ralf Siegel in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Und du hast jetzt noch eine tolle Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch 10 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder zur nächsten Web-Talkshow. Mein Name ist Nico Gutja. Und jetzt ist es soweit. Die heutigen Abschlussworte von Ralf Siegel. Bis dann. Ich freue mich natürlich, wenn ich viele Menschen in München begrüßen darf, auch aus Berlin und wo immer sie herkommen. Es ist eine große Freude. Man kann ja nur alle 2-3 Jahre so ein Stück auf die Beine stellen. Und jetzt kann man es sehen und wer weiß, wann man es wieder sieht. Also ein Musical wie ein bisschen Frieden wünsche ich mir, dass es mal nach Berlin kommt. Aber das dauert bestimmt Jahre. Und jetzt freue ich mich über jeden, der nach München kommt und sich das Stück anschaut.